Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu unserer konstituierenden Sitzung, aber zunächst noch Informationen zum Hygienekonzept. Sie haben es mitbekommen, Sie wissen, die Pandemie beschäftigt uns schon seit letztem Jahr und wir haben auch die Sorge gehabt, ob wir überhaupt in diesem Raum, in dieser Größe die Sitzungen stattfinden lassen können. Wir haben aber auch uns mit Kreis und anderen Kommunen abgestimmt und wir glauben, dass wir mit dem Hygienekonzept hier heute allen Antworten gerecht werden. Deshalb habe ich Ihnen ja auch geschrieben, bitte dicke Jacken anziehen, die Türen sind alle auf, die Oberlichter sind auf, dass hier eine ständige Luftzirkulation stattfindet und wir ständig frische Luft für uns haben. Achten Sie bitte darauf, dass Sie, wenn Sie in den Pausen oder so sich bewegen, nicht zu eng, nicht zu viele, dass Sie den Abstand ein bisschen wahren und wenn Sie Fragen sind, wenn Sie unsicher sind, kommen Sie gerne auf uns zu. Hier vorne ist Hygienemittel, da kann man sich immer mal wieder die Hände waschen und wir werden heute auch im Laufe der Sitzung, wenn Personen die Plätze verlassen, auch die Plätze desinfizieren. Frau Baumann, jetzt brauche ich Sie, die Pakete. Wir haben für die Fraktionen sogenannte Fraktionspakete geschnürt. Überall wieder zu Beginn, da ist zum einen drinne der Leitfaden Kommunalpolitik vom Hessischen Städte- und Gemeindebund. Nein, das ist einfach mal den Fraktionsvorsitzenden in die Fraktion hinzu. Ein zweites Blatt ist von der Unfallkasse Hessen, denn für alle kommunalen ehrenamtlichen Verantwortlichen und Mandatsträger zählt an der Stelle der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung Hessen. Dann haben wir drittens noch eine Information vom Hessischen Verwaltungsschulverband. Das ist der Schulverband, der im öffentlichen Bereich für die Ausbildung der Verwaltungsangestellten, Verwaltungsfachleute etc. zuständig ist, die aber auch Kurse für ehrenamtliche Kommunalpolitiker anbieten, auch dort eine Broschüre oder ein Brief für jegliche übergebene Fraktion. Für Sie, für alle Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, aber auch des Magistrats, haben wir eine neue Ausgabe der Hessischen Kommunalverfassung, die liegt schon auf Ihren Plätzen, die Auflage 23, das ist sozusagen ein wenig Ihre kommunalpolitische Bibel. Da werden Sie vieles denn finden, nachlesen können, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Sie für Ihre Arbeit hier benötigen. Und zu guter Letzt, Frau Baumann, ist das die Partei der Kugelschreiber? Ja. Für jeden haben wir einen Kugelschreiber auf ihren Platz gelegt. Das hat mehrere Gründe. Zum einen natürlich die hygienischen Gründe, dass jeder von Ihnen heute Abend einen Kugelschreiber für sich hat und den auch benutzt. Aber das hat auch den Grund des Wahlgeheimnisses. Wenn wir nachher zu Wahlen kommen, ist es wichtig, dass Sie diesen Kugelschreiber mit sich führen, damit wir auf den Stimmzettel auch mal eine Farbe sehen. Es wäre blöd, wenn einer von Ihnen eine andere Farbe hat und man erkennt sofort den Wahlausschuss. Das hat ein Henner gemacht, das Kreuz. Und dieser Kuli ist sozusagen das erste Begrüßungsgeschenk für Sie. Das dürfen Sie behalten. Ich hoffe für uns alle, dass wir den heutigen Abend sicher, reibungslos und kurzweilig im Sinne unserer Gesundheit abhalten können. Deshalb habe ich auch die Fraktionen nochmal zugerufen, sich möglichst auf gemeinsame Wahlvorschläge zu verständigen. Dies zu den Formalien des heutigen Abends. Kommen wir nun zur eigentlichen Eröffnung. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren des amtierenden Magistrats, sehr geehrte Frau Battenfeld, Herr Dudek von der Presse, die Vertreter der Stadtverwaltung, liebe gewählte Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, verehrte Gäste, ich begrüße Sie recht herzlich zur konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung hier in Fassenau und freue mich, dass Sie allesamt gesund und munter anwesend sein können. Den scheidenden Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern danke ich an dieser Stelle sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit der letzten 5 Jahre. Es waren nicht immer leichte Entscheidungen, doch wir haben überwiegend einmütig die Entscheidung auf den Weg gebracht. Sobald es die Pandemie wieder zulässt, wollen wir Sie natürlich alle nochmal zu einem gesonderten Abend einladen.
Aber schauen wir jetzt zu meinem Beispiel. Ich gratuliere Ihnen. Ihnen, den neuen Parlamentarierinnen und Parlamentariern, sehr herzlich zu Ihren persönlichen Wahlerfolgen und freue mich sehr, dass noch einige neue und junge Gesichter in den kommenden Jahren die Geschicke der Stadt Frankenau mitgestalten und mitbestimmen werden. Ein gutes Zeichen für unsere Demokratie, aber auch für die Zukunft der Stadt Frankenau. Es ist schon bemerkenswert, dass Sie alle gemeinsam mit Ihren Wahlaufrufen fast 69% Wahlbeteiligung hier in unserer Nationalhauptstadt Frankenau bei den Wählerinnen und Wählern erreichen konnten. Damit ist die höchste Wahlbeteiligung im gesamten Landkreis. Das ist wirklich sehr beachtlich und ein tolles Ergebnis. Doch nun liegen die Wochen des Wahlkampfs hinter Ihnen und die politische Arbeit beginnt heute Abend. Mit Sicherheit können Sie auf die Erfahrung der wiedergewählten Kolleginnen und Kollegen bauen, aber auch auf uns, der Stadtverwaltung. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, seien Sie neugierig und fragen Sie, wir helfen Ihnen gern. Für die neue Aufgabe wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute, viel Glück, Erfolg und natürlich immer ein glückliches Händchen und viel Freude bei den nicht immer leichten Aufgaben. Gehen Sie Ihren Weg, Ihren eigenen. Lassen Sie sich nicht beeinflussen, sondern machen Sie sich Ihr Bild und bilden sich in allen Bereichen Ihre persönliche Meinung. Denn Sie selbst müssen immer von dem überzeugt sein und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern dieses vertreten. Informieren Sie sich, fragen Sie nach, denn es steht wirklich auch in den kommenden Monaten schon große und wichtige Aufgaben an. Die Türen der Stadtverwaltung stehen Ihnen offen. Ich bin davon überzeugt, dass Sie alle im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und zum Wohle der ganzen Stadt hier im Parlament nach den besten Lösungen suchen. Streiten Sie, doch bleiben Sie dabei sachlich. Und vor vielen Jahren hat Wilfried Föhl mich und andere Personen in einer Aussage sehr berührt, als er mal sagte, wir können über alles streiten, doch wir dürfen uns nicht persönlich verletzen. Und damit hat er recht. Getreu diesem Motto wünsche ich Ihnen allen alles erdenklich Gute bei all Ihren Entscheidungen, immer ein glückliches Händchen und ich freue mich gemeinsam mit Ihnen auf eine gute, konstruktive Zusammenarbeit. Die konstituierende Sitzung ist hiermit eröffnet. So, nun kommen wir zum Tagesordnungspunkt 02. Feststellung des am Jahren ältesten Mitglieds der Stadtverordnetenversammlung. Ich bin an einer Stelle froh. Warum fragt man ja eigentlich nicht nach dem Alter? Aber es sind doch nur die Männer, die heute Abend an dieser Stelle betrachtet haben, die Männer sind die Ältesten. Aber ich frage mal in die Runde, hat jemand vor dem Januar 1952 Geburtstag gehabt? Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich an dieser Stelle fest, der Altersvorsitzende dieses Abends ist hiermit Rainer Lange, lieber Rainer, ich darf dich bitten, deinen Platz hier vorne wahrzunehmen und dir die Sitzungsleitung hier zu überreichen. Bitte schön. Lieber Björn, ganz herzlichen Dank für deine einzelnen Worte.
Und ich bin ja ganz gewöhnt, ich war ganz gut und ganz überrascht, dass ich das dann erkennen bin, ich habe gar nicht gerechnet. Und in der Freude, dass die Hände hier vorne sitzen, in der Mitte und unser Maskottchen den Siegenbock vor mir haben. Ja, ich möchte auch nochmal alle angehen, die Parlamentarier, die noch amtierenden und die neuen Parlamentarier ganz herzlich begrüßen. Gleichermaßen die Stadtverwaltung, da muss ich den Hut ziehen, die ganze Wahl der Vorbereitung sehr, sehr viel Arbeit geleistet, heute sehr viel Arbeit geleistet, für die Hygiene bis auch ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich kann auch in das Risiko begeben, sich hier anstecken zu können, dass ich aber nicht glaube, wenn wir alle getestet worden und hoffentlich alle negativ getestet worden. Ja, und last but not least begrüße ich die heimische Presse, die aus seiner Wattefeld. Herzlich willkommen und auch den Herrn Friedrich, herzlich willkommen. Ich bin fast erstaunt, große Freude herrscht, wenn ich in die Runde gucke. Ich weiß noch, bei der letzten Wahl vor 5 Jahren war es fast ausnahmslos Männer und ausnahmslos ältere Männer. Heute sehe ich viele junge Frauen dabei und auch deutlich mehr Frauen. Und das ist ein gutes Zeichen, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Denn Gleichberechtigung herrscht lange und die Frauen waren alle da auf dem Parlament. Herzlich willkommen und Dankeschön, dass ihr euch für das Ehrenamt bereitgestellt habt. Und ihr wisst ja, ich war genau, Parlamentarier zu sein, bedeutet, auf das Sitzungsgeld zu verzichten. Was anderes üblich ist, ist bei uns, vor vielen Jahren haben die Parlamentarier gesagt, wir verzichten auf das Sitzungsgeld. Das gebührt der größten Hochachtung. Aber ich freue mich auf die neue Periode. Mit euch allen zusammen und auf eine muntere Diskussion und sehr gute Entscheidung zum Wohle der Stadt. Ja, die Sitzung wurde ja schon eröffnet. Womit muss ich fragen, gibt es gegen Form und Inhalt der Einladung Einwände? Gibt es nicht? Ich sehe, gibt es nicht? Ja, die Beschlussfähigkeit muss festgestellt werden, wenn ich in die Runde gucke. Sehe ich, dass alle 15 gewählten 15 Parlamentarier da sind. Anstelle von Holger Kullet sitzt der David Geisler, der Holger Kullet ist ja ausgeschieden, der Holger ist nachgerückt. Also somit sind wir 15 Parlamentarier und ja, beschlussfähig. Bevor wir dann einsteigen in die Sitzungsordnung, müssen wir einen Wahlausschuss gründen. Der Wahlausschuss sollte von je einem Vertreter der Fraktion besetzt sein. Von der grünen Liste ist die Tanja Meter, habe ich bereit erklärt. Von den Freien Bürgern der Ortin Bauch. Von der SPD der alte Kollege Heiko Backhaus. Alt meine ich nur, dass wir schon alle zusammen sind, nicht der Alter. Und von der CDU sollte ich noch jemanden zugerufen bekommen, der Arbeitnehmer. Ja, dann haben wir auch den Wahlausschuss zusammen, wenn wir jetzt zur Wahl schreiten. Ihr werdet alle aufgerufen mit Namen und dann darf jeder vorne in die Kabine gehen und seine Wahl letztendlich durchführen. Das führt dazu, dass ihr aufgerufen werdet, dass wir uns wirklich wenig dicht begegnen und uns anstecken könnten. Ja, das wäre der Info zum Wahlablauf. Und jetzt steigen wir ein in die eigentliche Wahl. Und zwar das ist der einzige Punkt, wo es euch führen darf. Und das ist der Top 21.104, Wahl oder Wahl des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden der zukünftigen Stadtverordnetenversammlung. Hierzu liegt ein gemeinsamer Wahlausschlag der Freien Bürger, der Zählgemeinschaft Freie Bürger und Grüne Liste vor. Das ist der Horst Janner-Hemmer. Und von der SPD-Fraktion der Holger Heck. Der hat ja schon 2 Jahre gemacht, der Holger. Gibt es noch andere Vorschläge für einen Stadtverordnetenvorsitzenden oder einen Stadtverordnetenvorsitzenden? Ich sehe nichts in der Runde. Dann stehen die beiden zur Wahl und dann beginnt die eigentliche Wahl. Dann wird überredet an die Stadtverwaltung. Ihr wollt aussuchen, in welcher Reihenfolge gewählt wird. Was sind Freie Bürger?
Alle 50 Stimmen gültig. Das ist ja auch klar. Und vorne liegt der Horst Werner Renner mit 8 Stimmen und der Horst Heck mit 7 Stimmen. Damit, Horst Werner, bist du der neue amtierende Stadtverordnetenvorsteher. Ach so, ja. Horst Werner, nimmst du denn die Wahl an? Ich bedanke mich für das Vertrauen und nehme die Wahl an und werde die nach bestem Gewissen und Gewissen führen. Ich bitte dich, nach vorne zu kommen, meine Platz zu übernehmen. Und ich wünsche dir für deine nächsten 5 Jahre die Amtszeit ein glückliches Händchen und dass du das Amt mit Sachlichkeit ausführst und alles zum Wohle der Gemeinde. Gibt es zu den Ausführungen noch Fragen?
Den ich da frage, jetzt müsste jemand den Antrag stellen. Alex? Ich würde gerne den Antrag stellen, den Tagesordnungspunkt 21.01 von 5 hinter den Tagesordnungspunkt 21.01.10 zu stellen. Ich denke, ich habe den Antrag gehört. Wer für den Antrag ist, den will ich in das Handzeichen. Dankeschön, sehe das einstimmig. Dann wird dem Antrag entsprochen und wir verschieben diesen Tagesordnungspunkt weiter nach hinten in der Tagesordnung. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 21.01.06. Wahl der Schriftführerin bzw. des Schriftführers und der entsprechenden Stellvertreter. Zur Wahl des Schriftführers wird vorgeschlagen von der Stadtverwaltung als Schriftführer Christian Kastor und als Stellvertreterin Karin Baumann und Bettina Schellberg. Bettina Schellberg ist von der nicht da, hat im Vorfeld aber die Bereitschaft dazu erklärt. Gibt es aus der Versammlung weitere Vorschläge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich möchte darüber abstimmen lassen. Wer ist dafür, dass Christian Kastor, Schriftführer in der Legislaturperiode 21-26, hier bitte ich ins Handzeichen? Ich sehe das einstimmig. Wer ist für die stellvertretende Schriftführerin Karin Baumann und Bettina Schellner? Können wir das im Block machen? Nochmal schon, ja. Wer darf hier bitte ich ins Handzeichen? Danke auch einstimmig. Ich denke, das war ein Vorfeld geklärt. Karin, Christian, prima. Ihr nehmt die mal wunderbar. Dankeschön. Ja, kommen wir zum Tagesordnungspunkt 21.01.07. Entscheidung für die Möglichkeit der Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Ortsbeiräte sowie über Einsprüche nach § 25 Kommunalwahlgesetz. Der erste Punkt, Stadtverordnetenversammlung, ob es dazu Einsprüche gibt und Möglichkeit. Und der zweite Punkt, Ortsbeiräte. Einsprüche auf Möglichkeit. Im Prinzip müssen wir den Punkt 1a zur Kenntnis nehmen und über den Punkt 1b abstimmen. Gibt es dazu Anmerkungen aus der Versammlung? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann lasse ich über den Punkt 1b abstimmen. Wer dafür ist, dem will ich das Handzeichen. Das ist einstimmig. Kommen wir zu Punkt 2, Ortsbeiräte. Punkt 2a ist auch die Kenntnisnahme. Und Punkt 2b ist die Anerkennung der Gültigkeit der Wahl zum Ortsbeirat in unserem Ortsteil. Wer dafür ist, bitte ich ein Handzeichen. Auch wieder einstimmig. Vielen Dank. Ja. Kommen wir zu Tagesordnungspunkt 21. 01.09 und wenn ich uns mehr helfen, der Rainer hatte eh schon netten Wahlausschuss. Und mein Vorschlag ist jetzt von mir, obwohl diesen Wahlausschuss, der das ja schon ganz gut gemacht hat, für mich zumindest, ne? Ob wir den übernehmen können oder ob andere Vorschläge seitens der Fraktion gibt. Holger? Wie siehst du das von eurer Seite? Wahlausschuss, ob wir den von vorhin übernehmen können oder ob wir den neuen machen. Wäre das okay, Friedrich? Das ist mehr, aber du hast einen Punkt verwirren. Stimmt, 21.01.08. Genau, ganz wichtiger Punkt. Gibt es hierzu Anträge aus der Versammlung? Genau, Friedrich? Ich stelle den Antrag, die Zahl der ehrenamtlichen Bestandräte und einen Sitz zu erhöhen. Dann kommt auf den Punkt. Ja. Okay. Gibt es Harald? Ja, vielleicht zu dem Punkt. Ja. Das würden wir begrüßen, weil durch die Zählbereitschaft der beiden Fraktionen die CDU ausfallen würde, würden wir es begrüßen, um den Platz der Magistrat zu erhöhen. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Und zwar Auszug aus dem Bundesverfassungsgesetz. Die Mitglieder des Gemeindevorstands werden vom Gemeinderat gewählt.
Dabei ist gemäß Artikel 117 Absatz 5 klein b Bundesverfassungsgesetz das Proporzsystem zu beachten. Es haben also grundsätzlich alle im Gemeinderat vertretenen Parteien das Recht auf Anteilenvertretung im Gemeindevorstand. Gut. Weitere Fragen dazu? Anmerkungen? Können wir den Punkt offen abstimmen lassen? Können wir machen, ne? Ja, dann bitte ich das Handzeichen. Wer für die Änderung der Hauptsatzung ist, bitte ich das Handzeichen. Wer ist dagegen? Ich sehe, damit ist der Antrag abgelehnt. Kommen wir nun zum, ja, nicht so schnell, zum Punkt 21.01.09. Wahl der ehrenamtlichen Stadträtin bzw. Stadträte. Es sind drei Listenvorschläge. Einmal von der Zählgemeinschaft Freie Bürger, Grüne Liste Frankenau, von der CDU-Fraktion und von der FDP-Fraktion. Jörn, soll ich alle vorlesen? Du hast das jetzt schon besprochen, gell? Die Zählgemeinschaft Freie Bürger, Grüne Liste Frankenau schlägt vor in folgender Reihenfolge: Rainer Lange, Elvira Heinrichs, Holger Bauch, Tanja Redenhammer, Florian Krümmelbein, Friedhelm Brandau, Eberhard Graf, Robina Steiner, Heinrich Schuckert, Herbert Müller, Antje Rau und Christian Müller. Die Fraktion CDU schlägt vor Burkhard Uberpennig. Die SPD-Fraktion schlägt vor Norbert Geisler, Renate Thummer, Heiko Backhaus, Klaus-Peter Schaar, Thomas Spohr, Hartmut Schäfer, Norbert Lehm und Norbert Kowalewski. Ja, ich habe jetzt hier noch eine Ergänzung. Die CDU hat noch nachgemeldet. Nach dem Unverfällig folgen auf den Plätzen Joachim Köhler-Oschmann, Paul Manfred, Salva Piatis, Koch Mario und der Daniel. Ja. Die Wahlzettel sind vorbereitet und gleiche Prozedere wie eben. Ihr habt eine Liste mit den Namen. Habt ihr die noch? Und den Wahlausschuss, ich habe jetzt keinen Ingemann hier, bin ich in Position dazu gehen, dass wir entsprechend dann mit der Wahl beginnen. Also erstes Reinigung, an deinem Namen hat sich ja nichts geändert. Ich kann genau empfehlen. 8 Stimmen. Auf den Wahlvorschlag der Sozialdemokratischen Partei Deutschland gehen 6 Stimmen. Und auf den Wahlvorschlag der Christlichen Demokraten Union Deutschlands empfiehlt 1 Stimme. Somit haben wir 15 abgegebene Stimmen. Es gibt dann entsprechend dann die Platzierung. Also jetzt hier nochmal berechnet nach Harald Niemeyer, wie sich dann der Landtag zusammensetzt. Okay, dann möchte ich jetzt bekannt geben, wer im Magistrat gewählt ist, und dann bitte ich das gewählte Magistrat zu mir zu kommen, und ich sich der Ernennung den Leiter leisten und auch gleichzeitig, soweit es mir tut, müsste auf das Stadtverordnetenmandat verzichten. Aber das wird dann gelingen, denke ich. Ja, nach dem Rechnungsverfahren gibt es 4 Mandatssitze im Magistrat für die Zählgemeinschaft Freie Bürger Grüne Liste Frankenau. Gewählte Magistratsmitglieder sind damit Rainer Lange, Elvira Heinrichs, Holger Bau und Tanja Mehl-Kleiner. Auf den Wahlvorschlag der SPD entfallen dann 2 Magistratssitze. Gewählt sind damit Norbert Geister und Renate Kumar. Das ist ein Applaus wert, denke ich mal, für die Gewählten. Und jeder, der sich damit beschäftigt oder mit der Kommunal-
Aber ein beschäftigter Wahlkreis ist ein wichtiger Job, der auch viel Zeit in Anspruch nimmt und immer klar Gedanken verlangt. Gut, Rainer, fangen wir mit dir an. Darf ich dich nach vorne bitten? Hast du einen? Herzlichen Glückwunsch auf die Bundesversammlung.
Bahnen. Gut, danke. Das ist die Sache vorne. Kannst du noch an? Das ist deine Entscheidung. An deine Ja. Ich habe eine andere Frage gestellt. Muss ich das wirklich vorlesen oder kann das auch selbstständig vorgelesen werden? Du musst es. Ich stelle es vor, jawohl. Tanja, bitte sprich mir nach. Ich schwöre, dass ich das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des Landes Hessen. Ich schwöre, dass ich das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Hessen. Sowie alle in Hessen geltenden Gesetze wahren und meine Pflichten gewissenhaft und unparteiisch erfüllen werde. Dann ja, herzlichen Glückwunsch. So, auch mit dieser Ernennungsurkunde darf ich, Tanja Wildfärber, hiermit in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamtin auf Zeit zur Stadtwende der Nationalparkstadt Frankenau ernennen. Hier die Urkunde und alles Gute für eine gute Zusammenarbeit. Sorry. Vor.
Dr. Helena Lehmann von der Grünliste Wackenau, unsere Schwester von den Freien Bürgern, Wilfried Stöhl von der CDU und Heiko Backhaus von der SPD. Die Reihenfolge hat der Herrn Regel am Anfang schon erklärt. Die Stadtverordnetenversammlung wählt in der ersten Sitzung nach der Wahl aus ihrer Mitte ein oder einen Vorsitzenden und pro Fraktion eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter. Die Reihenfolge der StellvertreterInnen erfolgt nach der Stärke der Fraktion. Der Vorschlag der Fraktion des Vorsitzenden fällt automatisch auf die letzte Position. Von daher wäre die Reihenfolge dann Heike Backhaus, Dr. Lena Lehenki, Jürgen Stöhl und Ulrich Netz. Wer für diesen Vorschlag ist, den finde ich interessant zeichnen. Ich sehe, das ist einstimmig. Damit sind die Stellvertreter des Stadtverordnetenhauses gewählt. Stimmt. Nehmt ihr die Wahl an? Ja. Ich gehe immer davon aus, wenn jemand kandidiert, dass es das nochmal anbietet. Gut, kommen wir zum Tagesordnungspunkt 21.01.11. Änderung der Hauptsatzung, hier Paragraph 2, Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Aufgaben an Ausschüsse. Gibt es hierzu Anträge aus dem Parlament? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir gleich zu Punkt 12 gehen. Beschluss über die Führung der Ausschüsse in Benennungsverfahren oder Wahl der Ausschussmitglieder. Beschlussvorschlag für die Stadtverordnetenversammlung zur Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung werden der Haupt- und Finanzausschuss und der Umwelt- und Bauausschuss gebildet. Jeder Ausschuss besteht aus 6 Mitgliedern. Es wird ferner beschlossen, dass die zu bildenden Ausschüsse im Wege des Benennungsverfahrens gemäß dem Vorschlag der Stadtverordnetenfraktion besetzt sind. Die von der Fraktion benannten Vertreterinnen und Vertreter in den einzelnen Ausschüssen sind Anlage dieser Vorlage und Grundlage dieses Beschlusses. Die Ausschüsse wählen in ihrer konstituierenden Sitzung einen Ausschussvorsitzenden oder eine Ausschussvorsitzende, so wieder davon die Stellvertretung. Für die Ausschüsse sind vorgeschlagen vom Haupt- und Finanzausschuss Julia Rösch und Florian Grünstein von den Freien Bürgern, Sigrid Rehm von der Grünen Liste Wackenau, Wilfried Köhl von der CDU, Volker Heck und Lena Vollerhaus von der SPD. Für den Umwelt- und Bauausschuss sind vorgeschlagen Karl-Heinz Netz und Ulrich Netz von den Freien Bürgern, Dr. Verena Duhemi von der Grünen Liste Frankenau, Karl-Heinz Netz von der CDU, Heiko Backhaus und Thorsten Dahl von der SPD. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall, dann möchte ich darüber abstimmen lassen. Wer für diesen Beschlussvorschlag ist, bitte das Handzeichen. Es ist auch einstimmig. Vielen Dank. So. Ja, kommen wir zum Punkt 21.1.13. Wahl von 3 Vertreterinnen bzw. Vertretern sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertretern in die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Singetal. Für die Wahl von 3 Vertreterinnen bzw. Vertretern sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreterinnen in die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Singetal liegen folgende Wahlvorschläge vor. Gemeinsamer Wahlvorschlag von der Freien Bürger und der Grünen Liste Frankenau. Die Vertreter sind Karl-Heinz Netz von den Freien Bürger, Hilmar Lange von der Grünen Liste Frankenau und Wilfried Töhl von der CDU. Stellvertreter für diese 3 Personen sind Ulrich Netz von den Freien Bürger und Dieter Schneider von der Grünen Liste Frankenau. Die CDU-Fraktion schlägt vor, ein Vertreter Wilfried Töhl, der Stellvertreter dazu Joachim Köhler-Oschmann. Die SPD-Fraktion schlägt vor Herbert Öhl und als Stellvertreter Hartmut Schäfer. Wir haben jetzt 3 Vorschläge und ja,
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte gestern Horst Berner an der Stelle auch empfohlen, mit den Fraktionen nochmal zu sprechen und hier einen gemeinsamen Vorschlag zu unterbreiten. Er hat mir gerade gesagt, dass das nicht der Fall ist. Es kann aber ein Herr Wittwig führt nicht auf zwei Listen kandidieren. Somit, wenn wir hier Liste 1, Liste 2 und Liste 3 zur Abstimmung bringen, kann er eigentlich nur für eine Liste seine Zustimmung erklären. Entweder verzichtet die CDU-Fraktion auf ihre Liste oder die Listenvorschlag von der Freie Bürger-Grüne-Liste wird um Wilfried Föhl minimiert und gestrichen. Das müsste jetzt noch geklärt werden, damit wir dann auch zur Wahl übergehen können. Ja, wird der Fraktionsvorsitzende von der Freien Bürger dazu noch sagen? Und warum da Wilfried Föhl steht? Bitte? Warum da nicht im Tisch steht bei uns, unser Vorschlag? Ja, das Problem, Entschuldigung, wenn ich dir da, der Name, der Herr Föhl muss ja jetzt erklären, auf welcher Liste er kandidiert. Somit muss seine Zustimmung an der Stelle ist der Grund und die Grundlage dafür, dass er auf einem Wahlvorschlag stehen kann. Im Endeffekt muss er erst erklären, wo er stehen will. Also, das ist die Liste klar. Ich ziehe den Antrag über den Freien Bürger zurück. Also. Streichen wir Wilfried Föhl beim Vorschlag der Freien Bürger-Grünen-Liste von wieder. Ja, dann stimmen wir darüber wieder rein ab und Wahlausschuss für dich in Position. Ja. Auf dem Wahlvorschlag der CDU zustimmen. Damit sind gewählt als Vertreter für den Abwasserverband Ringenthal Karl-Heinz Netz, Hilmar Lange und Erwin Böhl. Die Stellvertreter sind Ulrich Netz, Dieter Schneider und Hartmut Schäfer. Die Wahl, denke ich, nehmen wir an.
Wortmeldungen dazu? Hier bitte ich auch wieder unseren Wahlausschuss, weil wir keine weiteren Wortmeldungen sind, wieder in Position. Und die Stimmzettel sind da nicht gestellt. Auf den Vorschlag der SPD-Fraktion entfielen 7 Stimmen. Damit sind gewählt als Vertreter für die Verbandsversammlung der Energiewahl Frankenberg Horst Rainer Bremmer und die Stellvertretung erster Stadtrat Rainer Lange. Ja, dann machen wir das. Ne? Gut, trotz der geheimen Wahlgänge sind wir doch in der Zeit der zügig durchgekommen und sind jetzt bei Punkt 17, der heutigen Tagesordnung angekommen. Punkt Verschiedenes. Gibt es dazu Wortmeldungen aus dem Parlament? Ja? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe Ihnen, beziehungsweise den Spitzenkeilen Damen, der Mail schon mal Termine zugeschickt, damit Horst Werner gleich noch den Ältestenrat bitten zu bleiben. Ich möchte Ihnen nur schon mal sagen, die Zeit drängt. Die Verwaltung, wir haben viele Vorlagen, unter anderem 6 Vorlagen zu Grundstücksankäufen bzw. Verkäufen. Wir müssen über Ingenieurleistungen sprechen, die wiederum für Kanalarbeiten im Wert von knapp 400.000 Euro im Wasserschutzgebiet werden. Im Wasserschutzgebiet 3 im Bereich der Rode sich für uns auftun und vieles mehr. Deshalb an dieser Stelle, was ich heute zu Beginn gesagt habe, Sie nehmen heute Ihre Arbeit auf und wir werden in Kürze dringend wieder mit Ihnen hier zusammenkommen müssen. Seit der Kommunalwahl sind einige Sachen bei uns im Hause sozusagen aufgelaufen und die Kommunalwahl bzw. die letzte Sitzung war Anfang März. Deshalb bitte ich eindringlich gleich dann, wenn wir zu den Terminen kommen, dass wir sehr kurzfristig die nächsten Sitzungstermine wieder festlegen können. Die Verwaltung, wir müssen arbeitsfähig sein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es sind noch weitere Wortmeldungen aus Eurerei. Ansonsten möchte ich diese Versammlung beenden. Bedanke mich beim Wahlausschuss für die geleistete Arbeit. Bedanke mich bei den Gästen für die Aufmerksamkeit. Und wünsche allen einen schönen Abend und einen guten Nachhauseweg und bleibt gesund. Und die Fraktionsvorsitzenden Holger Heck von der SPD, Hilfried Köhl von der CDU, Claude Pilger von der Bündnis-Nachhinein und Rainer Netz von den Rheinbürgern bitte ich noch hier zu bleiben zur ständigen Abstimmung. Vielen Dank, einen schönen Abend.